Schnell, wir bringen ihn in mein Zelt. Er ist eiskalt und da ist so viel Blut. Beeilung! Hector spürte, wie er erneut ins Bewusstsein dämmerte. Der Boden bewegte sich und er konnte viele hastige Schritte um ihn herum hören. Ihm war kalt und heiß zugleich und sein Körper kribbelte und brannte, dort wo seine Kleidung merkwürdig warm klebte. Er erkannte Vanya und Aurea an ihren Stimmen, aber die Person, die ihn trug, war ihm im ersten Moment vollkommen fremd. Jeder Schritt jagte brennenden Schmerz in seine Seite und trieb ihm den Atem aus der Lunge. Halt die Plane auf, Mädchen! Sofort! Er spürte, wie er auf etwas Weicherem abgelegt wurde. Vanya und Aurea schienen draußen zu bleiben. Er konnte ihre Stimmen etwas gedämpft durch die Plane vernehmen. Plötzlich drang auch eine andere Stimme an sein Ohr, näher und unbegeistert. Dann legte sich eine weiche Hand auf seine schweißnasse Stirn. Meine Güte, Junge. Dich hat's aber schwer erwischt. Was hat das zu bedeuten? Einer der Flusspiraten hat ihm den Bauch aufgeschlitzt. Er hat wie ein Löwe gekämpft. Hier, drückt den Stoff auf seine Wunde. Wir brauchen einen Heiler. Vanya? Wo ist Vanya? So viel Blut. Da kann dir das magere Ding auch nicht helfen, Kleine. Wenn sie keine ausgebildete Wundheilerin ist, können dir nur noch die Götter helfen. Ich will so nicht sterben. Melinka, wer ist der Heiler bei euch? Wir müssen nach ihm rufen lassen. Leowin, das bringt doch nichts. Wir haben zurzeit keinen Heiler an Bord. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Wunde sehe. Wir hatten mal einen stämmigen Ruderer, Landor. Er war älter als der hier und strotzte nur so vor Leben. Noch überlebt hat er es trotzdem nicht. Still jetzt! Das will hier keiner hören. Drück auf die Wunde! Leowin warf Melinka einen strengen Blick zu. Er wusste, dass die Flusspiraten eine häufige Bedrohung waren, aber wie nüchtern sie über das Ableben des Jungen sprach, gefiel ihm gar nicht. Er wendete sich um und schlug die Plane des Zeltes wieder beiseite und trat mit großen Schritten auf Aurea und Vanya zu, die dort mit sorgenvoller Miene warteten. Es steht schlecht um ihn und wir haben keinen Heiler hier. Aurea schluchzte auf und Leowin wollte gerade auf sie zutreten und ihr ein paar aufmunternde Worte sagen. Da fuhr ihm Vanya auch schon über den Mund, während sie ihm mit einem stoischen Blick ihren Umhang in die Hand drückte. Ich helfe. Tut das unter seinen Kopf, Herr von Elsternberge. Und drückt immer weiter auf seine Wunde. Wir müssen die Blutung umgehend stoppen. Ich brauche meinen Beutel und wir brauchen heißes Wasser. Aurea, du holst Wasser vom Fluss. Schon dabei. Du kennst dich mit Wundheilung aus, Mädchen? Ich krieg das schon hin. Ich muss das hinkriegen. Vanya hastete zu ihrer Lagerstatt und begann in ihrem Bündel zu wühlen. Dabei kämpfte sie beständig gegen die aufsteigenden Erinnerungen und die Panik an. Hector, der immer blasser wurde, erinnerte sie viel zu sehr an ihre Eltern. Energisch schüttelte sie den Kopf und konzentrierte sich wieder auf ihre Aufgabe. Viel hatte sie nicht dabei. Viel hatte sie ja nie besessen. Sie zog ihr zweites Untergewand hervor und griff nach dem Beutel, den ihre Großmutter ihr zusammengestellt hatte. Dann machte sie sich schnellen Schrittes auf den Weg zurück zum Zelt. Sie hörte schwere Schritte hinter sich. Ich hab das Wasser. Danke, Aurea. Komm, jetzt müssen wir es erhitzen und... Wir brauchen einen Kessel oder einen Topf oder so etwas. Vielleicht finde ich einen bei Hectors Sachen. Ich bin gleich wieder zurück. Und wenn nicht, dann frage ich Kunja. Die hat sicher etwas derartiges. Oder laufe ich direkt zu ihr? Mit etwas Glück hat sie eh heißes Wasser auf dem Feuer. Oder soll ich doch zuerst bei unserem Lager schauen? Vanya, wo soll ich anfangen? Reiß dich zusammen, Aurea! Du bist keine Hilfe, wenn du jetzt schon den Kopf verlierst. Das mit Quina ist eine gute Idee. Wenn du bei ihr nicht fündig wirst, kannst du immer noch bei Hectors Sachen schauen. Und jetzt lauf! Vanya holte tief Luft, straffte die Schultern und trat in das Zelt. Melinka stand über Hector gebeugt, drückte das Stück Stoff auf die Wunde und warf ihm einen besorgten Blick zu. Leowin wirkte ebenfalls bedrückt und nahm rastlos irgendwelche Gegenstände in die Hand, nur um sie sofort wieder wegzulegen.
Mit schmalen Lippen ging das schwarzhaarige Mädchen zu der Bettstatt und begann, den Inhalt des Beutels fein säuberlich auf einem kleinen Beistelltisch auszubreiten, während sie in Gedanken durchging, was ihre Großmutter ihr beigebracht hatte. Die Wunde muss gesäubert werden. Die Reste von Kleidung und anderem Schmutz muss sofort raus, sonst kann es sich entzünden. Er darf keinen Wundbrand bekommen. Manja, ich habe das heiße Wasser. Kunja hatte tatsächlich Teewasser über dem Feuer. Sehr gut. Stell den Kessel dort auf den Tisch und füll etwas von dem Wasser in eine Schale. Was genau hast du im Sinn? Einen Salbenverband? Oder willst du zuerst die Wunde reinigen? Hoffentlich kannst du ihm wirklich helfen. Es ist immer eine Schande, wenn jemand so lange vor seiner Zeit zu Boron gerufen wird. Bist du sicher, dass du das kannst, Mädchen? Könntet ihr bitte still sein? Ich weiß schon, was ich tue. Zumindest hoffe ich das. Schwer atmend unterdrückte Vanya einen echten Wutausbruch. Am liebsten hätte sie um sich geschlagen und Melinka die Augen ausgekratzt. Sie fühlte Zorn, Wut und Trotz. Vor allem aber keimte starke Angst in ihr auf. Die Panik drückte ihr wie ein um die Brust gelegter Schraubstock die Luft aus den Lungen. Das Atmen fiel ihr immer schwerer. Was, wenn sie Ektor nicht helfen konnte? Was, wenn diese verdammte Melinka recht hatte? Leicht begannen die ausgebreiteten Instrumente Kräuter und Tiegel unter Vanyas Händen auf dem Tisch zu vibrieren. Mit zitternden Händen nahm sie einen kleinen Beutel und warf ein paar getrocknete Blätter in die Schüssel, ehe sie ein Stück Stoff ergriff und es in den Sud warf. Komm, komm, Melinka, lassen wir das Fräulein Vanya ihre Arbeit verrichten. Wir können eh nichts tun. Oder verstehst du dich aufs Heilen? Ich versuche ja nur irgendwie zu helfen. Das habe ich dem Jungen nun wirklich nicht gewünscht. Auch wenn ich wenig begeistert davon war, Kindermädchen für drei Ausreißer zu spielen. Schau doch, wie sie zittert. Sie wird alles nur schlimmer machen. Vielleicht sollte ich meine Mutter holen. Sie kennt sich auch ein wenig mit Verletzungen aus. Dann kann sie dem Mädchen helfen. Ich brauche keine Hilfe von euch oder eurer Mutter. Ich brauche einfach nur etwas Ruhe und Platz. Ich glaube, ihr solltet ein wenig an die frische Luft treten, damit Vanya in Ruhe arbeiten kann. Wenn ich bitten dürfte, Herr von Elsternberge? Ich bin mir sicher, dass ihr die Geschehnisse des heutigen Abends mit dem Kapitän diskutieren solltet. Nicht, dass sich so etwas auf der weiteren Reise wiederholt. Und ihr, Melinka? Euer Tatendrang kann sich am Kessel eurer Mutter Bahn brechen. Da jetzt wahrscheinlich eh niemand mehr Ruhe findet, ist sie dabei, ein kleines Mahl zu bereiten. Und da kann sie jede Hand gebrauchen, sei sie auch noch so zart. Oh, hört auf zu streiten, Baldravia. Vielleicht war es Aureas Bestimmtheit, mit der sie Vanya den Rücken stärkte. Oder es war doch Vanyas Blick, der sie zu durchbohren schien, der Melinka schließlich dazu bewegte, das Feld zu räumen. Aurea nahm ihren Platz an Ektors Seite ein und presste mit beiden Händen den Stoff auf die blutende Wunde. Hört es langsam auf zu bluten? Ich weiß es nicht. Da ist so viel Blut. Vanya, viel zu viel. Bitte hilf ihm. Lass mich mal sehen. Vanya packte die Schüssel mit dem Lappen und balancierte sie vorsichtig zu Aurea hinüber. Ihre Hände zitterten immer noch, als sie die blutdurchtränkten Lumpen von Ektors Seite hob und begann, die Wunde zu waschen. Es sollte eigentlich langsam aufhören zu bluten. Verdammt, es sieht ganz aus, als wäre die Wunde tiefer, als es zunächst den Anschein hatte. Der Hieb scheint eine der großen Adern verletzt zu haben. Was? Und was bedeutet das jetzt? Sag bitte nicht, dass du ihm nicht helfen kannst. Still jetzt! Ich muss nachdenken. Wir müssen die Wunde ausbrennen. Was? Wir müssen die Wunde ausbrennen. Der Blutstrom ist zu stark, als dass sich das Gefäß einfach wieder schließen könnte. Ausbrennen ist die einzige Möglichkeit, um die Blutung noch zu stoppen. Dann erst kann ich mich daran machen, die Wunde zu säubern und ordentlich zu versorgen. Er hat schon so viel Blut verloren. Aber hast du das schon mal gemacht? Nicht alleine. Aber wir haben keine Wahl. Kannst du das Feuer schüren gehen? Ich bleibe so lange bei ihm und versuche etwas Wasser in ihn reinzubekommen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Eilig zog Aurea die Zeltplane beiseite und trat vor das Zelt. Dort gab es geschäftiges Treiben. Die Matrosen hatten angefangen, die Spuren des Angriffs zu beseitigen.
Kapitän Aslifsson stand mit einer Gruppe, zu der auch Melinka, Kunja und Leovin gehörten, nahe des Zeltes, in dem Vanya gerade versuchte, Ektor das Leben zu retten. Die Verluste und Verletzungen unter der Schiffsmannschaft hatten sich in Grenzen gehalten. So schnell der Angriff gekommen war, so schnell hatte die erprobte Mannschaft der Mirostroi ihnen abwehren können. Kunja verband einer Matrosin eine leichte Schnittwunde, und während Kapitän Aslifsson immer wieder Befehle rief, blickte Leovin mit sorgenvoller Miene immer wieder zum Zelt hinüber. Björn, Nordhild, kümmert euch um die Gefangenen. Macht die Knoten nicht so locker, hört ihr? Wir liefern sie in der nächsten Stadt den Bütteln aus. Captain, melde gehorsamst. Die Ladung ist noch vollständig. Berhild sagt zwar, dass die Mannschaftskasse aufgebrochen sei, aber es fehlt nichts. Das Schloss ist aber wohl kaputt. Wir müssen also eine neue Truhe oder ein neues Schloss kaufen, meinte sie. Danke, Minko. Ah, das beruhigt mich. Wie viele hat es erwischt, Minko? Nicht viele, Captain. Salda hat einen Ambrustbolzen abbekommen, aber wird es wohl schaffen. Sie kann wahrscheinlich ein paar Tage nicht am Ruder helfen. Elgor und Wenzel haben es nicht geschafft. Wenzel hat man wohl gemeuchelt und Elgor hat mit seinem Armbrustbolzen nicht so viel Glück wie Salda. Der Rest der Mannschaft ist wohl auf, den Umständen entsprechend zumindest. Oh, diese verdammten Piraten, die werden immer dreister. Dieser Platz war bisher sicher. Mögen Boron und der Flussvater den Seelen der Gefallenen gnädig sein. Hättet ihr auf den Rat von Leovin gehört, dann würden Wenzel und Elgor jetzt noch leben. Und wir hätten eine fähige Steuerfrau. Der Herr von Elsternberge hätte ja auch mal bei der Verteidigung helfen können. Ich war nur zahlender Schiffsgast und nicht für die Kämpfe zuständig. Du bist so unfair, Kapitän. Leovin hat mich vor gleich zwei Piraten gerettet. Und die drei Neulinge da im Zelt. Die wären ohne ihn wohl auch hinüber. Und die Zwergin hat mir das Leben gerettet. Ist das so? Dann vielen Dank, Herr von Elsternberge, dass ihr euch so erfolgreich für uns eingesetzt habt. Was soll denn jetzt dieser Unterton? Lass gut sein. Nein, nichts lasse ich gut sein. Du, Kapitän, versuchst, deinen Fehler auf meinen Leovin abzuwälzen und stiehlst dich aus der Verantwortung. Auf seine Ehre lasse ich nichts kommen. Es war alles deine Schuld. Auch wenn der Junge da im Zelt stirbt, dann musst du das den Göttern beibringen, warum du nicht auf seinen Rat gehört und einen ihrer Diener geschützt hast. Melinka, beruhig dich doch mal. So spricht man nicht mit dem Käpt'n, auch nicht, wenn man du ist. Still, da kommt die Zwergin. Aurea, wie steht es um den Jungen? Keine Zeit für Erklärung. Vanya muss die Wunde ausbrennen. Habt ihr irgendwas, womit man das machen kann? Hier, nimm meinen Dolch. Der hat uns heute schon mal gute Dienste erwiesen. Möge Rondra den tapferen Jungen schützen. Braucht ihr sonst noch Hilfe? Die Hilfe meiner Mutter, die sich wenigstens ein bisschen mit Heilung auskennt, wollen sie ja nicht. Vanya schafft das schon allein. Hab Dank, Herr von Elsternberge. Wir müssen ihn erhitzen. Hier, ich hab noch ein sauberes Tuch. Das brauchst du, Aurea. Weil der Dolch wird da gleich sehr heiß. Da muss man vorsichtig sein. Danke. Du bist dir sicher, dass er durchkommt, Aurea? Ich weiß es wirklich nicht. Er muss. Ihr drei seid tapferer, als ich dachte. Aurea? Ja, Herr von Elsternberge? Entschuldigt, dass ich mein Schwert gegen euch führen wollte und euch respektlos wie Kinder behandelt habe. Euch gebührt in dieser Sache mehr Dank als so manchem, wenn der Junge durchkommt. Euch sei verziehen. Eure erste Lektion habe ich ja schon gelernt. Wie es sich für eine gute Knappin gehört. Knappin, in deinen Träumen. Melinka, jetzt lass die zwei doch mal in Ruhe. Hätte ich eine Knappin, dann wünschte ich, sie wäre wie ihr. Aber der heutige Tag und die Situation dort im Zelt zeigt mir, dass ihr ohne mich besser dran seid. Der junge Novize würde nicht um sein Leben kämpfen müssen, wenn ihr mir nicht so kopflos gefolgt wärt. Ihr müsst nach Hause zurückkehren. Ektor wird überleben. Er ist stark. Genau wie Vanya und ich. Wir allein schreiben unser Schicksal, Herr von Elsternberge. Wir entscheiden für uns selbst. Ihr müsst nicht auf uns Acht geben, auch wenn wir euch dankbar sind, dass ihr es eben getan habt. Manchmal haben Entscheidungen mehr Konsequenzen, als man denkt, junge Zwergin. Das Schicksal meint es nicht immer gut mit einem. Der Dolch ist heiß genug, glaube ich. Minko, gib mir das Tuch. Lasst mich vorbei, Herr von Elsternberge.
Wir retten jetzt Ektor und zeigen im Schicksal, aus welchem Fels wir gemacht sind. Eilig verschwand die junge Zwergin mit dem glühenden Dolch wieder in Richtung Zelt. Leovin blickte ihr nachdenklich hinterher. Was meint sie damit? Sie hängt ihre Nase aber ganz schön hoch, wenn sie sich mit dem Schicksal anlegen will. Ach, Melinka. Die kommenden Stunden werden zeigen, ob die drei in der Lage sind, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Du solltest ihnen mehr Respekt entgegenbringen. Aber sie maßen sich an, deine Gefolgschaft zu sein. Sie sagt sogar, sie wäre deine Knappin. Sei nicht so eifersüchtig, meine Liebe. Dazu besteht kein Anlass. Nach der heutigen Nacht denke ich, dass ich eine solche Knappin gar nicht verdient hätte. Komm, lass uns gehen. Wir brauchen alle ein bisschen Schlaf. Wir lassen den drei das Zelt und schlafen auf dem Schiff. Melinka blickte ihn nur mit großen Augen an, sagte aber nichts. Er legte seinen Arm um die Matrosin und die beiden schlenderten Richtung Fluss davon. Minko blickte ihnen verständnislos hinterher. Also ich weiß ja nicht, Captain, aber Melinka war noch nie so zahm, wie wenn der Herr von Elsternberge dabei ist. Er sagt etwas und sie ist sofort ruhig. Ich glaube, sie mag ihn wirklich. Ansonsten hätte sie schon Widerworte gegeben, wie sonst auch immer. Ei, beim Flussvater. Das könnte noch eine interessante Fahrt werden. Während Aurea Leovins Dolch am Feuer erhitzt hatte, verstrichen im Zelt bange Minuten. Vanya versuchte Ektor so gut es ging, etwas Wasser einzuflößen, aber er schien müde und schlapp und hatte Schwierigkeiten, konzentriert zu schlucken. Bleib bei uns, Ektor. Es ist noch viel zu früh für Borons Hallen. Ektor? Ektor, mach die Augen auf! Ektor! Hörst du mich, Herr der Träume? Lass ihn in Ruhe! Du kannst ihn nicht haben! Wir haben uns immer um alle Vögel gekümmert, auch um deine Raben, also bitte, bitte lass ihn hier! Bitte, Herrin Travia! Du hast ihm doch schon einmal deinen Segen gegeben, jetzt hilf ihm auch! Ein Schluchzen begann in Vanya aufzusteigen und sie presste sich fest die Hand auf den Mund, um es zu ersticken. Als sie die Hand wieder vom Mund nahm, war sie feucht von unterdrückten Tränen und Speichel. Sie versuchte, sich krampfhaft zu konzentrieren. Es würde Ektor nicht helfen, wenn sie jetzt auch noch die Fassung verlor. Die Zeit schien immer langsamer zu fließen, und das einzige Geräusch waren Ektors Atemzüge, die immer angestrengter klangen. Warum brauchte Aurea nur so lange? Das Stoffstück, welches sie auf die Wunde presste, war völlig von Blut durchtränkt. Schon wieder! Seufzend löste sie es von der Wunde. Sofort begann das Blut schneller zu fließen und Vanya drückte reflexartig mit der freien Hand zu, während sie mit der anderen nach einem frischen Stück griff. Ihre Finger fühlten sich mit einem Mal sehr warm an und begannen zu kribbeln. Sie verharrte in der Bewegung und blickte auf ihre Hand. Das Kribbeln verstärkte sich und gleichzeitig schien es, als würde das Blut weniger werden. Die Zeit schien immer langsamer zu fließen, bis plötzlich die Plane beiseite gezogen wurde und Aurea eintritt. Sie hielt einen Dolch in der Hand, dessen Griff dick mit einem Tuch umwickelt war. Schnell, mach einen Lappen nass und gib ihn her. Aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Nur wenn ich nicht... Warte. Lass mich erst ein wenig... Oh. Oh, Aurea! Sieh dir das an! Es kommt kaum noch frisches Blut nach. Die Wunde hat tatsächlich fast aufgehört zu bluten. Ektor? Ektor! Ey! Da bleiben! Ich bin so müde. Es ist gut. Komm, trink noch was. Und dann kannst du dich ein bisschen ausruhen. Ich muss die Wunde immer noch säubern. Und ich kann dir nicht versprechen, dass es ganz schmerzlos wird. Aber ich muss sicher gehen, dass sie sich nicht entzündet. Nachdem die Mädchen Ektor das Blut abgewaschen hatten, begann Vanya damit, die Wunde gründlich zu reinigen,
während Aurea ihr mit einer Kerze leuchtete. Es war eine mühselige Prozedur, die Hector immer wieder vor Schmerz aufstöhnen und wimmern ließ. Schließlich trug sie eine leichte Salbe auf, die die Wundheilung unterstützen sollte. Vanya schnitt Streifen ihres Untergewandes ab und nutzte sie als Verband. Hectors altes Hemd hatten sie ausgezogen. Es war zerschnitten, blutig und klamm. Sie wuschen ihn so gut sie konnten und versuchten dann, sich selbst ein wenig zu versorgen. Auf Aureas Hals zeigten sich leichte Abdrücke der Hände, die sie gewürgt hatten, und Vanyas Gesicht war noch vom Blut der Platzwunde verkrustet. Aber auch wenn die Müdigkeit sich nun bleischwer auf ihre Glieder legte, würde sie diese restliche Nacht nur wenig Schlaf finden. Vanya erklärte Aurea, dass sie sich die Krankenwache würden teilen müssen. Sie konnten nicht riskieren, dass das Fieber, welches sich langsam in Hector ausbreitete, ihm doch noch die Lebenskraft raubte und er des Nachts einfach entschlief. Vanya würde die erste Wache übernehmen und Aurea in einigen Stunden wecken, wenn sich die Lage hoffentlich etwas beruhigt hatte. Während Aurea bald in einen traumlosen Schlaf der Erschöpfung fiel, saß Vanya neben Hector im Halbdunkel des Zeltes. Lediglich eine einzelne Kerze spendete fahles Licht. Hectors Kopf zuckte immer wieder von links nach rechts, während er schlief, und hin und wieder konnte sie ihn etwas unverständliches Murmeln hören. Ihr Körper war so müde, aber jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, krochen Bilder ihrer leichtblassen, leblosen Eltern in ihren Verstand, sodass sie kurzerhand hochschreckte und wieder wach war. Vanya? Ich bin hier. Alles wird gut, Hector. Ich bin bei dir. Schon seltsam. Eigentlich sollte ich doch auf dich aufpassen. Es tut mir leid. Unsinn. Was denn? Du hast doch nichts gemacht. Ich hätte noch mehr für dich da sein müssen. Und das wollte ich auch. Aber immer, es war mir peinlich, dass immer was Dummes passiert ist. Du musst dich ausruhen, Hector. Wenn ich schlafe, sehe ich dich. Und als du angegriffen worden bist, ich war noch nie so wütend und hatte zugleich so viel Angst. Ich möchte dich beschützen. Das weiß ich. Aber ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Ich bin kein Kind mehr. Das stimmt. Du bist eine Frau. Eine starke, kluge und schöne Frau. Du solltest dich noch ausruhen. Tränen rannen Hector über die Wangen. Dann schloss er erschöpft die Augen und sein Atem ging ruhiger als zuvor. Auch Vanya war ruhiger geworden. Vorsichtig machte sie sich daran, die Wunde wieder freizulegen. Die Haut in ihrer Nähe fühlte sich warm an, aber nicht wirklich heiß, was darauf hindeutete, dass die Wunde sich bislang nicht entzündet hatte. Im Gegenteil, sie schien fast schon verheilt, wie durch ein Wunder. Noch einmal tupfte sie Hector sanft ein paar fiebrige Schweißperlen von der Stirn. Sie hatte Probleme, die Augen offen zu halten, während sie Hectors Wunde wieder einwickelte und dann schließlich zu Aurea hinüberwankte. Die Dunkelheit im Zelt schien nicht mehr ganz so schwarz zu sein. Der Morgen musste nah sein. Vorsichtig rüttelte Vanya Aurea an der Schulter. Oh, Aurea? Aurea? Was? Vanya, was ist? Ist mit Hector alles in Ordnung? Ja, alles
gut. Es geht ihm gut, Aurea. Er wird wieder. Ganz sicher. Aber ich bin so müde. Ist gut. Leg dich schlafen. Ich passe den Rest der Nacht auf. Vanya war eingeschlafen, bevor ihr Kopf richtig das Lager berührt hatte. Aurea deckte sie zu und streckte sich dann, um die Müdigkeit aus ihren Gliedern zu vertreiben. Sie ging hinüber zu Ektor, um nach ihm zu sehen. Er schlief, ruhig, war aber immer noch ungewohnt blass und hatte tiefe Schatten unter den Augen. Oh, Ektor, es tut mir so wahnsinnig leid. Ich hatte ja keine Ahnung, dass wir, kaum dass wir einen Tag von zu Hause entfernt sind, in solche Gefahr geraten. Es wäre besser gewesen, wenn ich mich einfach so aus Erlenruh davon gemacht hätte, ohne euch etwas zu erzählen. Wenn ich nicht gewesen wäre, dann wären die Sticheleien und die Häme von Andrik das Schlimmste, das du erleben musst. Ich habe dir deine Freundschaft schlecht gedankt. Ich hoffe, dass deine Göttin und du mir irgendwann verzeihen können. Aurea unterdrückte ein Schluchzen, um niemanden zu wecken, und strich sich dann die Tränen aus den Augen. Sie würde Vanya und Ektor vorschlagen, nach Erlenruh zurückzukehren. Lieber wollte sie sich dem Willen ihrer Eltern fügen, als das Leben ihrer Freunde für ihre Freiheit zu opfern. Aber zuerst musste Ektor diese Nacht überstehen, und es war ihre Pflicht, über ihn und Vanya zu wachen. Leovin hatte veranlasst, dass ihre Habseligkeiten in das Zelt gebracht wurden, bevor er sich mit Melinka auf das Boot zurückgezogen hatte. Aurea kramte kurz in ihrem Beutel, zog dann eine Bürste heraus und begann damit, die Überreste ihres Zopfes zu lösen und die Strähnen zu entwirren. So hatte sie etwas zu tun, ohne den Schlaf ihrer Freunde zu stören. Vanya murmelte im Schlaf immer wieder vor sich hin und schien unruhig zu träumen. Es war für sie alle die erste Nacht, die sie fern von der Heimat und der Familie verbrachten, und die Ereignisse hatten sie zusätzlich aufgewühlt. Als die Dunkelheit der Nacht langsam dem ersten Licht des Tages wich, streckte Minko den Kopf in das Zelt hinein. Aurea? Darf ich reinkommen? Ich habe heißen Tee dabei und würde gerne wissen, wie es Ektor geht. Wird er wieder gesund? Ich wollte schon viel früher kommen, aber Kuina hat mich die ganze Zeit auf Trab gehalten. Komm doch erst mal rein, Minko. Ektor schläft noch, aber Vanya hat gesagt, dass er wieder gesund wird. Und sie kennt sich mit solchen Dingen besser aus als ich. Von daher glaube ich ihr. Tee hast du gesagt? Vielen Dank, mein Lieber. Das kann ich jetzt vertragen. Ich schätze, der Kapitän will die Reise auch bald fortsetzen. Dann sollte ich besser Vanya wecken. Vanya? Was? Ektor! Wie geht es ihm? Aurea, hat er Fieber bekommen? Ganz ruhig. Ich habe dich geweckt, weil es morgen ist. Ektor hat die ganze Zeit geschlafen wie ein Er hat ruhig geschlafen und es scheint ihm auf jeden Fall nicht schlechter zu gehen. Hier, nimm einen Becher Tee. Minko war so nett, uns welchen zu bringen. Hat er das? Wie aufmerksam. Lass mich zuerst nach Ektor schauen. Das geht vor. Und danach nehme ich gerne etwas von dem Tee. Du kannst aber schon etwas für Ektor eingießen, damit er ein wenig abkühlen kann. Ich schätze mal, er wird sehr durstig sein. Vanya fühlte sich wie zerschlagen und streckte ihre schmerzenden Glieder. Sie schälte sich unter der Decke hervor und ging hinüber zu Ektor. In der vergangenen Nacht hatte sie sein Gesicht nur im Kerzenschein gesehen, dessen flackerndes Licht bizarre Schatten gezeichnet hatte, und in ihrer Erschöpfung und Müdigkeit hatte sie mehr als einmal geglaubt, einen Totenschädel zu sehen. Aurea hatte zwar gesagt, dass sie glaubte, dass es ihm gut ging, aber sie würde davon erst überzeugt sein, wenn sie es mit eigenen Augen gesehen hatte. Unwillkürlich hielt sie die Luft an, als sie näher an das Lager trat und eine Hand auf seine Stirn legte.
Ihr entfuhr ein erleichterter Seufzer, als sie sah, dass Ektor deutlich lebendiger aussah als letzte Nacht. Und er hatte wirklich kein Fieber bekommen. Er drehte den Kopf unter ihrer Hand weg. Ich stehe gleich auf, Vater Patras. Nur noch ein paar Minuten. Die Schweine verhungern schon nicht. Guten Morgen, Ektor. Um die Schweine brauchst du dir heute Morgen keine Gedanken zu machen. Vanya? Was machst du denn hier? Wo sind wir? Au! Oh! Ah! Bei der Göttin. Dann war das wohl doch kein Albtraum. Nein, Ektor. Leider nicht. Wie fühlst du dich? Warte, ich habe hier Tee für dich. Und da ist jemand, der dich gerne sehen würde. Minko, komm her. Ich fühle mich, als hätte mich ein Stier aufgespießt. Ich kann mich kaum bewegen. Aber ich schätze mal, das heißt, dass ich noch lebe. Ganz sicher heißt es das, Bruder Ektor. Und das habt ihr wohl euren beiden Freundinnen zu verdanken. Ich wünschte, ich hätte solche Freunde. Na, Minko. Lass den Kopf nicht hängen. Ich bin mir sicher, du wirst auch noch Freunde finden, die dich aufrichtig zu schätzen wissen. Und nun, solange wir auf dem Schiff sind, können wir ja deine Freunde sein. Wirklich? Vielen, vielen Dank. So habe ich nicht nur einen Bruder, sondern auch zwei Freundinnen bekommen. Danke, Aurea. Boah, wenn Aurea so weitermacht, können wir uns bald vor Freunden nicht mehr retten. Sei nicht so streng mit ihr, Vanya. Sie hat im eigenen Leib erfahren, wie es ist, ohne Freunde dazustehen. Also, bevor sie uns hatte. Da ist es ja nur logisch, dass sie Mitgefühl für Minko hat. Du hast ja recht. Meinst du, du kannst dich aufsetzen? Irgendwie müssen wir dich hier zurück aufs Schiff bringen. Der Kapitän wird die Fahrt sicher fortsetzen wollen und ich möchte nur ungern hierbleiben, nachdem wir unser ganzes Geld für die Passage ausgegeben haben. Es dauerte eine Weile und bereitete ihm einige Schmerzen, aber mit Vanyas und Aureas Hilfe schaffte es Ektor sogar aufzustehen, auch wenn ihn die beiden jungen Frauen stützen mussten. In dem Moment betrat auch Leowin von Elsternberge das Zelt und machte große Augen. Eigentlich hatte er schon früher zu den drei zurückkehren wollen, aber er war sich unsicher gewesen, welche Situation er dort vorfinden würde. Hatte er doch im Laufe seines Lebens zu viele Männer gesehen, die durch das Fieber, welches auf ähnliche Wunden gefolgt war, dahingerafft worden sind. Umso größer war seine Freude, als er sah, dass der Junge inzwischen sogar wieder auf den Beinen stehen konnte. Wenn auch ein wenig wackelig. Erleichterung breitete sich in Leowin aus, welche er jedoch schnell wieder hinter einer ernsten Miene verbarg. So wie es aussieht, haben deine beiden Begleiterinnen bei dir ja ganze Arbeit geleistet, Ektor. Freut mich, dich wieder auf den Füßen zu sehen. Na dann können wir ja aufbrechen. Der Kapitän möchte diesen Platz schnell hinter sich lassen. Wer könnte es ihm verdenken? Minko, wenn du eh schon hier bist, dann kannst du dich auch nützlich machen. Bring die Sachen von Aurea, Vanya und Ektor auf das Schiff. Ich werde derweil das Zelt abbauen. Minko zögerte nicht lange. Er nahm die Bündel seiner neuen Freunde und ging dann aus dem Zelt. Kurz darauf verließen auch die drei Jugendlichen das Zelt und gingen langsam mit einigen Pausen dorthin, wo die Minos treu angelegt hatte. Leowin sah ihnen nach, schüttelte dann den Kopf und begann damit, seine Sachen zu packen. Er war nach wie vor fest davon überzeugt, dass sie wieder nach Hause zurückkehren sollten. Aber erstmal musste der Junge wieder vollständig hergestellt sein. Und so lange würde er ein Auge auf sie haben. Das war ja seiner Ehre als Ritter schuldig. Zumindest dem, was davon noch übrig war. Der Platz war schnell geräumt und nichts zeugte mehr von den wilden Geschehnissen der letzten Nacht. Auch die Matrosinnen und Matrosen gingen schnell zum Tagesgeschäft über, nachdem das Schiff wieder in den Strom des großen Flusses zurückgelenkt worden war. Kunja behandelte Vanya, Ektor und Aurea immer noch mit ihrer herzlichen, aber rauen Art.
Die drei Freunde waren schwer beschäftigt und sogar Ektor bemühte sich zu helfen, wo er konnte. War jedoch der einzige, dem man lange Ruhepausen zu gönnen schien. Die Landschaft flog an der Mirostral vorüber. Wäldchen, raue Hügel und flaches Land passierten sie. Ektor saß an der Reling auf dem Fass, auf dem gestern noch Vanya gesessen hatte. Er hielt sich die schmerzende Seite, während er an seinem Tee, den Minku ihm immer wieder nachschenkte, nippte. Zuerst hatte er die Mannschaft beobachtet, doch nun war sein Blick wie verzaubert von der landschaftlichen Schönheit, an der sie vorbeifuhren. Gen Mittag musste er gegen die niedrig stehende Sonne sein Gesicht abschirmen. Sie fuhren durch eine hügelige Landschaft. Vanya und Aurea leisteten ihm Gesellschaft. Kunja hatte ihn für den Mittag freigegeben. Dösig blickte Ektor in die Weite. Hey Ektor, was machst du den ganzen Tag, während wir arbeiten? Geht's dir gut? Schmerzt die Wunde noch? Komischerweise kaum noch. Die Melinke hat mich eben noch mal so komisch angesehen, als ob ich ein Geist wäre. War die Verletzung wirklich so schwer? Schaut mal, ich habe kaum noch eine Narbe davon. So schlimm kann es ja dann eigentlich nicht gewesen sein, oder? Lass mal sehen. Aber nicht kitzeln. Merkwürdig. Schau mal, Aurea. Die Wunde ist fast vollständig verheilt. Bei den Göttern, du hast recht. Ektor, du musst wahrlich in ihrer Gunst stehen. Gestern sah es so aus, als würdest du sterben. Ach, ihr übertreibt doch. Klar, wer sind wir schon? Und was wissen wir, Aurea und ich? Wir haben ihn ja nur zusammengepflegt. Ach, komm schon. So war das nicht gemeint. Aha. Was machst du denn hier oben, Ektor? Ich bewundere die Landschaft. Es ist wunderschön hier. Meint ihr nicht? Ah, die Sonne blendet. Da zum Beispiel. Dieser Hügel mit dem Baumboom auf. Seht ihr den? Oh ja. Ein Hügel. Mit einem Baum drauf. Wow. Oh, wartet. Da steht jemand? Was? Na da, unter dem Baum. Im Schatten. Wie könnt ihr gegen die Sonne nur überhaupt irgendwas sehen? Ich sehe gar nichts. Ich glaube, du hast recht, Aurea. Da steht jemand. Ob das wieder einer der Piraten ist? Tatsächlich schälte sich auf der Anhöhe nahe des Flussufers eine Gestalt aus dem Schatten einer uralten, knorrigen Eiche. Es war ein älterer Mann, gekleidet in eine dunkelgraue Robe. Und hätten Vanya und Ektor oder Aurea es darauf angelegt, so wäre ihnen der prüfende Blick des Mannes aufgefallen, mit dem er das Schiff zu mustern schien. Der Mann bewegte die Lippen und schien mit irgendwem zu reden. Doch selbst der geübteste Späher hätte den Gesprächspartner wohl nicht erkennen können. Reden kannst du ja, Menschlein. Das muss ich dir lassen. Was ist los, Pock? Unzufrieden? Nein. Hätte nur nicht gedacht, dass sich die Herrin von dir bequatschen lässt. Ich habe ihr einen Handel vorgeschlagen, den sie nicht ablehnen konnte. Ihr Menschendinger haltet euch wirklich für übermäßig klug, oder? Ich halte mich nicht für klug, Pock. Ich bin es. Schau, da vorne kommt das Schiff. Es muss das Richtige sein. So, denkst du das, Menschling? Sag mal, glaubst du wirklich, dass du eine Chance hast, das Spiel gegen meine Herren zu gewinnen? Wenn ich die Chance nicht sehen würde, würde ich nicht spielen, mein geschuppter Freund. Und? Kannst du schon erkennen, was für Leute auf dem Schiff sind? Sind es die, die du mit meiner Herrin ausgewählt hast? Es ist ein Flussschiff, wie jedes andere auch. Solche kommen mir oft vorbei. Aber an Bord von dem hier müssten die Leute sein, die wir suchen. Ja. Es fügt sich also ganz so, wie deine Herrin es wollte. Ja.
Hier war es wichtig, dass es normale Leute sind. Nicht irgendwelche hohen Kaiser oder Priester oder so. Die Herrin meint, diese da sollen entscheiden. Und sie dürfen nichts von dem Spiel erfahren. Na, dann hat sie ja bekommen, was sie wollte. Sie sehen mir nach ganz normalen, repräsentativen Leuten aus. Und sie hat ja auch dafür gesorgt, dass sie im Vorfeld nicht gewarnt wurden. Zufrieden, Pock? Völlig zufrieden, Menschending. Ich kann es kaum erwarten, dass das Spiel beginnt. Was hält dich ab? Du hast doch den Auftrag bekommen, sie dir noch einmal anzusehen und dann das Startsignal zu geben. Ja, ja. Lass sie mich ein wenig begutachten. Oh, so kleine Menschendinger. So unwissend. Fühlst du dich gar nicht schlecht dabei, sie ausgewählt zu haben? Nein, Pock, wie ich schon sagte. Ich meine, deine Herrin hätte keine besseren Spielfiguren wählen können. Glaub mir. Pock hätte nicht gedacht, dass die Spielregeln in deinem Sinne sind, Mensch. Was hatte ich für eine Wahl? Ich werde deiner Herrin beweisen, dass wir Menschen es wert sind, zu leben. Und diese Menschendingens sind die Exemplare eurer Gattung, die das entscheiden? Pah! Sie haben keine Chance. Pock hat sich viele fiese Aufgaben ausgedacht. Sie schaffen das schon. Das Schicksal aller liegt nun in ihren Händen. Auch wenn sie es nicht wissen dürfen? Na dann, sei es so. Lasset das Spiel beginnen!